Ja, sehr geehrter Herr Präsident, Herr Abutschat, dass Sie für Qualität der Flüchtlingsunterbringung in den Kommunen stehen, das finde ich sehr lobenswert. Ich freue mich da jetzt schon auf die weiteren Beratungen. Meine Damen und Herren, liebe Kollegen von der CDU, als wir im März über Ihren Antrag, Städte und Gemeinden bei der Unterbringung von Flüchtlingen unterstützen, diskutierten, habe ich gesagt, dass wir Piraten es immer richtig und wichtig finden, wenn sich die Politik und der Landtag der finanziellen Probleme der Kommunen und der prekären Situation der Geflüchteten in Nordrhein-Westfalen annimmt. Aber auch heute muss ich wieder ein lautes Aber dahinter setzen. Denn was haben Sie für einen Plan, wenn Sie im Prinzip Ihren Antrag vom letzten Mal noch einmal einbringen? Da ist nämlich wirklich nichts neu dran, nur mit nochmals dramatisierten Zahlen. Das ist das Einzige. Sie reden davon Millionen, die auf der Flucht sind nach Europa. Sie reden von Hunderttausenden auf dem Weg nach Deutschland, als stünden wir hier kurz vor dem Untergang. Nein, nicht wir stehen vor dem Untergang, sondern die Menschen, die in bankrotten Staaten unter korrupten Regierungen keine Lebensperspektive haben, und die Menschen, die sich und ihre Familien aus Kriegsgebieten in Sicherheit bringen wollen und sogar eine Flucht über das Mittelmeer als ihre letzte Rettung ansehen. Wir stehen nicht vor dem Untergang mit der höchsten Zahl von Beschäftigungsverhältnissen und den höchsten Steuereinnahmen der Geschichte. In Ihrem Antrag befassen Sie sich überhaupt nicht mit der Situation, die die Geflüchteten in den Kommunen und in den Landesaufnahmen in NRW heute vorfinden. Kein Wort über die Notaufnahmen in Turnhallen, Schulen und Baumärkten. Kein Wort über die mangelnde Gesundheitsversorgung, die fehlende psychologische und rechtliche und soziale Betreuung, die Isolation. Kein Wort über Flüchtlingsfeindlichkeit, sei es von bestimmten Gruppen, ganzen Gemeinden oder auch von Behörden. Das finde ich mehr als bedauerlich, denn immerhin haben Sie, Kollegen von der CDU, der Herr Kollege Laschet ist leider gerade nicht da, an einem 10-Punkte-Plan nach Burbach sehr fortschrittliche Vorschläge zur Integration gemacht. Davon ist aber leider wohl nichts übrig. Deshalb muss ich, wie beim letzten Antrag, wieder darauf aufmerksam machen, dass es falsch und gefährlich ist, immer wieder von guten und von schlechten Flüchtlingen zu sprechen. Mit guten meinen Sie zum Beispiel Kriegsflüchtlinge aus Syrien, und mit schlechten meinen Sie Roma und andere Minderheiten aus den Westbalkanstaaten. Aus den diversen Innenausschusssitzungen weiß ich, dass Sie glauben, das angebliche Flüchtlingsproblem in Deutschland ließe sich durch konsequente Abschiebung lösen. Sie negieren die massive Diskriminierung von Minderheiten und erzählen, dass es ohne Flüchtlinge vom Balkan keine Probleme bei der Unterbringung gäbe. Sie nennen diese Menschen pauschal Wirtschaftsflüchtlinge. Schauen Sie aktuell in die Zeitung. Da ist vom Pulverfass Mazedonien die Rede und dass das Land kurz vor dem Zusammenbruch steht und von der Mafia regiert wird. Nach sicherem Herkunftsstaat klingt das für mich nicht. Sie bedienen in Ihrem Antrag wieder einmal die Ängste der Biedermänner und Brandstifter dieser Republik. Das Schlimme ist, dass Sie mit der Forderung nach einem Zweiklassen-Asylsystem das Grundrecht auf Asyl pervertieren. Die Mütter und Väter des Grundgesetzes dachten nicht an Schnellverfahren und Abschiebezentren, als sie aus den Erfahrungen des Dritten Reichs heraus ein schrankenloses Grundrecht auf Asyl schufen. Leider sorgt die rot-grüne Landesregierung seit Anfang des Jahres auf die von Ihnen, meine Damen und Herren von der CDU, geforderten Abschiebezentren für Kosovaren. Menschen werden nach ihrer Herkunft kategorisiert und abgesondert. Solche Segregation lehnen wir Piraten nicht nur aus menschenrechtlicher Perspektive ganz klar ab. Von solchen Abschiebezentren sollen die Menschen nicht den Kommunen zugewiesen werden, sondern nach Ende ihrer Schnellverfahren direkt in den Kosovo zurückgeschickt werden. Schnellverfahren im Asylprozess führen aber dazu, dass die geflüchteten Menschen de facto keine Rechtsmittel einlegen können und keine Möglichkeiten haben, gegen Fehlentscheidungen vorzugehen. Ein Asylverfahren in 14 Tagen und anschließende Abschiebung, wofür die Landesregierung jetzt auch extra Fahrzeuge beschaffen will, raubt den Menschen ihre grundlegenden Rechte. Und da diese Schnellverfahren in der Praxis nicht wirklich funktionieren, das hilft wenig, aber allein der Plan ist schon falsch. Abschiebung kann nicht die Lösung für die nordrhein-westfälische Flüchtlingsaufnahme sein. Ich möchte die verbleibende Zeit nutzen, um eine kurze Bestandsaufnahme der Situation der Flüchtlingsaufnahme in Nordrhein-Westfalen zu machen.
Die Situation in den Landesaufnahmen wurde vor Burbach immer beschönigt und die Opposition regelrecht belogen. Dieses Spiel setzt sich aber auch nach Burbach fort. In der letzten Sitzung des Innenausschusses wurden wir auf Wunsch der Landesregierung über die Berücksichtigung der Schutzbedürftigkeit Asylsuchender im Rahmen des EASY-Verteilverfahrens unterrichtet. Angeblich würde in diesem Verfahren die spezielle Schutzbedürftigkeit von traumatisierten, schwangeren, Kindern, Menschen mit Behinderungen, Vergewaltigungs- und Folteropfern schon bei der Erstverteilung der Asylbegehrenden zwischen den Ländern ermittelt und berücksichtigt. Verteilung bedeutet, dass Asylsuchende nach bestimmten Kriterien einer geeigneten Erstaufnahmeeinrichtung zugeordnet werden. Nur einen Tag nach der Unterrichtung über das Verfahren mussten wir dann aus der Presse erfahren, dass eine schwangere Frau trotz Blutungen von der Erstaufnahmeeinrichtung für Flüchtlinge in Hamburg nach Burbach geschickt worden sei, trotz ärztlicher Anweisung, dass die Frau im Bett bleiben soll. Die Frau verlor in Burbach ihr Kind. Was passiert da in den Verwaltungen? Hier muss auch noch einmal mehr klargemacht werden, dass es um Menschen geht, die hier hin und her geschoben werden. Schauen Sie bei Twitter mal unter dem Hashtag Burbach nach. Burbach ist gleichbedeutend mit Schande. Und das ist Ihre Schande, Herr Jäger. Obwohl wir Piraten für jeden Innenausschuss einen Bericht über die Situation in den Erstaufnahmen anfordern, erfahren wir wieder nur über die Presse, dass gegen 50 Menschen im Zusammenhang mit dem Misshandlungsskandal von Burbach durch die Staatsanwaltschaft Siegen ermittelt wird. Darunter sollen sich Mitarbeiter der Bezirksregierung und Polizisten befinden. Das ist so ungeheuerlich, dass ich keine Worte dafür habe. Im Oktober habe ich dazu Folgendes gesagt. Wenn herauskommt, dass die Polizei, Mitarbeiter des Innenministeriums oder der Bezirksregierung Bescheid wussten, müssen die Verantwortlichen gehen. Und das meine ich auch heute noch so. Wenn Polizisten, Mitarbeiter des Ministeriums und der Bezirksregierung auch nur geahnt haben, dass da gefoltert wurde, reicht es nicht mehr, die betreffenden Personen einfach zu versetzen. Solche Menschen haben nichts im Staatsdienst verloren. Meine Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Wir werden über diesen Antrag hier und über den Umgang mit Flüchtlingen in unserem Land hier im Landtag und in den Ausschüssen weiter sprechen. Und wir Piraten werden alles dafür tun, dass es ein menschenwürdiger Umgang wird, denn es geht um Menschen und nicht um Zahlen. Und wir erwarten auch, dass sich die Betonköpfe in Berlin und Europa bei ihren Flüchtlingsgipfeln nächste Woche und Anfang Juni endlich bewegen und die Hilfe und die humanitäre Verantwortung in den Mittelpunkt stellen und nicht die Abschiebung und Abschottung. Dankeschön.